Ja, ich bin wieder mal auf meinem Weg in die Arbeit. Heute mal eine ganz andere Route, ein ganz anderer Weg. Es gibt ja viele Wege von A nach B. Man sollte sie alle ein bisschen kennenlernen. Ja, vieles, was ich in meiner Simulation besprochen habe, ja, vieles tritt jetzt schon ein, manches früher, manches später. Ich habe nicht angenommen, dass man die Proteste so schnell als Ziel nehmen wird. Als ein Ziel, in dem man Rechtsanwälte festnimmt, Leute bedrängt und belästigt und gerechtfertigt Gewalt anwendet. Aber leider ist es so. Gerade gelesen in den Nachrichten, bei NTV 70% sind für Impfungen und 50%, nein, mehr als 50% angeblich für Zwangsimpfungen. Ich möchte wissen, welche 50% das sind von den Befragten. Regierungsmitgliedern oder keine Ahnung. Das Ganze geht in die Richtung, wie auch in meiner Simulation. Der zweite Lockdown wird kommen. Die Zwangsimpfungen, ich glaube nicht, dass wir sie vermeiden können. So sieht man, schnell kann ein Szenario in eine reale Situation umschlagen. Das wird vielleicht nicht ganz so schlimm, aber es könnte noch viel schlimmer werden. Wie weit seid ihr bereit, euch an einem virtuellen Nasenring führen zu lassen, bevor ihr euch losreißt und etwas gegen diese Maßnahmen tut? Was? Ja, da kann ich euch schlecht raten. Ja, ein Blick auf meine Arbeitsstätte da hinten, wo ein Licht blinkt. Ja, man sieht es kaum. Ein altes Sprichwort sagt, teile und herrsche. Ja, wir sind eh schon geteilt in Reich und Arm, wobei die Armen wohl die größere Masse ausmachen. Die werden sich wohl kaum behaupten. Die Kleinen werden den etwas besser gestellten mit Neid und Missgunst entgegentreten. Auch so kann man eine Spaltung erreichen. Sowohl wirtschaftlich als auch sozial. Ganz Corona-Demos sind lieb und schön und demonstriert gegen Maskenpflicht. Toll. Sie sollten sich mehr Gedanken darüber machen, wenn eine Zwangsimpfung kommt oder wenn überhaupt eine Impfung kommt mit einem Impfstoff, der nicht ausreichend getestet wurde und das sage ich jetzt ernsthaft, nicht nur potenziell gefährlich ist, sondern gefährlich ist. Es liegen genug Studien vor, dass der neue Vektorimpfstoff, der kommt, keine Infektion verhindert, die Rhesusaffen blieben weiter ansteckend, die Symptome verliefen etwas milder, 70% der Probanden beim Versuch an Menschen waren für 3 Wochen ausgenockt wie bei einer schweren Grippe. Und von den 200 Leuten hatten 3 ernsthafte gesundheitliche Probleme. Rückenmarksentzündung oder eine beginnende Autoimmunerkrankung. Die meisten Menschen wissen ja gar nicht, um welchen Impfstoff es sich handelt, der erforscht wird. Wem sagt von Vektorimpfstoff etwas oder mRNA-Impfstoff? Das wird bewusst auch nicht gesagt in den Medien. Es wird immer nur von Impfungen gesprochen. Wie gesagt, ich habe es schon mal erwähnt in einem meiner Videos. Ich werde mich nicht impfen lassen, meine Familie hoffentlich auch nicht. Es ist allerdings leicht gesagt, sich nicht impfen lassen. Seid ihr euch denn bewusst, welche Konsequenzen das im schlimmsten Fall für euch haben wird? Entschuldigt den Hintergrundlärm, hier ist gerade viel Berufsverkehr. Aber wenn man so eine Entscheidung trifft, muss man auch damit leben, auch mit den Konsequenzen. Was wird die Folge sein? Bei einer freiwilligen Impfung wird man trotzdem ausgegrenzt werden. Es wird eine Zweiklassengesellschaft existieren. Eine, die mehr darf und eine, die nichts mehr darf. Bis hin zum Arbeitsverlust. Man kann ja ungeimpfte Lehrer nicht einfach in die Schule lassen. Oder andere Leute in den Betrieben. Das ist ein Risiko, wobei ich das nicht verstehe, wenn die anderen alle geimpft sind, welches Risiko dann besteht. Ja, bis hin zum Jobverlust. Was daraus entstehen könnte, könnt ihr in der Simulation ja. Oder habt ihr vielleicht auch schon gesehen? Gerade jetzt in der schlechten Jahreszeit, dass es kalt wird. Ja, selbst Prepper würden in dieser Jahreszeit nicht gerne vor die Tür gehen. Was schon stattfindet, ist der Abbau der verbrieften Rechte laut Grundgesetz.
Mit dem Grundgesetz ist sowieso so eine Sache. Man weiß nicht, gilt es nicht mehr. Ich lebe in Bayern, wir haben wirklich so eine bayerische Verfassung. Ja. Aber all das ist mir egal. Mir ist es auch egal, ob Leute demonstrieren. Sicher, sie verändern vielleicht was. Aber sie begeben sich auch in eine Schusslinie. Ich habe früher jahrelang demonstriert auf Montagsdemos. Das hat nichts gebracht. Außer viel Ärger. Vor allem mit den Antifanten, die ja meiner Meinung nach gezielt von der Regierung eingesetzt werden, um Demos zu blockieren. So, fast geschafft. Ungefähr noch 1000 Meter, dann bin ich in der Arbeit. Ein Problem auf den Demos sehe ich auch in der wachsenden Gewaltbereitschaft unserer Ordnungshüter, sprich der Polizei. Sollte es einmal zu einem eklatanten Übergriff aus dieser Richtung kommen, dann fürchte ich, werden viele Proteste nicht mehr friedlich ablaufen. Im Moment sind die Leute wirklich alle friedlich. Ich habe mir viele Videos zu dem Thema angeschaut. Ja, im Grunde hört man immer wieder das Gleiche, die gleichen Thesen, mit denen ich auch nicht 100% konform gehe. Aber man sieht auch die wachsende Gewaltbereitschaft der Polizei. Ja, die werden instrumentalisiert von oben. Aber die haben auch gar keine große Chance, sich dagegen aufzulehnen, wenn sie ihren Job behalten wollen. Es ist jetzt Ende Oktober. Und ja, was soll ich sagen? Viel findet man nicht mehr in der Natur. Das Obst wird langsam kaputt gehen, wenn es nicht geerntet wurde. Gemüse gibt es nur noch ganz weniges, speziell angebautes, winterhartes. Beeren, auch nicht mehr. Nüsse eventuell noch eine Zeit lang. Aber das reicht nicht, um sich über eine gewisse Zeit draußen aufzuhalten. Also ist man gezwungen, mehr Vorräte mitzunehmen. Ja, wenn man sie tragen kann. Also mache ich mal ein extra Video. Ich baue gerade wieder mein Setup um für den Winter. Ein Backout im Winter. Lass die Finger davon. Wenn ihr alleine oder gut geübt seid, fit seid, ja. Mit Familie oder mit Handicap, eher nicht. Selbst mit einer relativ guten Ausrüstung, und da müsst ihr einige Kilo schleppen, habt ihr im Winter keinen Spaß dran, glaubt mir. Selbstversuch schon öfters mal probiert. Es geht nicht gut. Gerade Familien mit Kleinkindern, Kindern unter, ich sag mal, unter 10, zum besser daran, zu Hause zu bleiben und die Sache, soweit es geht, auszusitzen. Der eine oder andere wird sich fragen, warum ich so eine Maske trage. Ja, das ist bei mir so am Arbeitsplatz. Ich komme ohne die Maske gar nicht ins Gebäude. Bei uns, ich arbeite in einem Klinikum, herrscht seit Anfang an relativ schnell die Maskenpflicht. Wir durften dann sogar selbstgenähte Masken mitnehmen. Ich hatte das Glück noch, vorab ein paar FFP3-Masken zu bekommen. Vorausschauend, wie man ist, habe ich die noch bestellt, bevor die Preise nach oben schnellten. Ja, dazu habe ich auch ein Video online gestellt, wie man diese Masken hier, die man normalerweise nur ein paar Mal tragen kann, wieder aufwerten kann, sprich desinfizieren kann. Ich hoffe, dass YouTube dieses Video nicht auch sperrt. Ein zweites haben sie schon rausgenommen. Mal sehen. Ach ja, wenn Sachen rausgenommen werden, wie das eine, das ich jetzt gerade angesprochen habe, da geht es um die Herstellung eines Desinfektionsmittels. Ich habe ja auch einen auf Telegram. Ja, ihr findet das, wenn ihr mal auf meine Details geht, auf meine Kanaldetails, da findet ihr den Link. Könnt ihr auch mal reinschauen. Ist nicht viel drin, sage ich euch gleich. Vielleicht füllt sich's aber noch. Mal schauen. Nach einer Dreiviertelstunde Fußweg bin ich bei meinem Arbeitsplatz angekommen. Ja, ab hier herrscht Filmverbot, Fotoverbot. Mehr kann ich euch leider nicht zeigen als der Haupteingang. Das hier ist noch ein öffentlicher Weg. So, auf dem Nachhauseweg. Also was aufgefallen, beobachte ich schon seit längerem. Wenn man Leute begegnet, die weichen alle groß aus, machen einen großen Bogen um einen selbst. Ja, ist auch wieder so eine Sache, die ich nicht verstehen kann. Als ob man jetzt Aussätziger wäre, dass jeder jetzt vom anderen annimmt, er wäre ein Aussätziger. So fühlt man sich mittlerweile. Was macht das im Kopf mit den Leuten? Ja, da habe ich noch was gehört.
was vielleicht ganz interessant ist, wo ich mir auch denke, hoffentlich setzen die das nie um. Hamburg will ja Pseudopolizisten einstellen. Polizisten, die auch Waffen tragen dürfen, aber keine Polizisten sind. Die sollen in einem Schnellkurs von 84 Stunden auch berechtigt sein, eine Waffe zu tragen. Also eine scharfe Waffe, nicht ein Kleinwaffenschein, eine Schreckschusswaffe, sondern eine richtige Waffe. Eine Ausbildung auf 84 Stunden. Ein Polizist muss mehrere Jahre in die Ausbildung gehen und die machen das quasi im Schnelldurchlauf, keine Ahnung. Und dann sollen die mit kontrollieren gehen und hoheitliche Aufgaben erfüllen. Kann das überhaupt sein? Ist das überhaupt richtig? Ist das rechtens? Mittlerweile scheint auch die Unschuldsvermutung nicht mehr gültig zu sein. Auf Demos werden alle ärztlichen Atteste, die einen von der Maskenpflicht befreien, erstmals gefälscht angenommen. Es geht noch weiter. Rechtsanwälte werden festgenommen. Versammlungsleiter werden ihrer Versammlung entzogen, indem man ihnen einen Platzverweis erteilt. Das alles hat nichts mehr mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu tun, meiner Meinung nach. Ja, die nächste Stufe wird es sein, dass es an der Haustür klingelt. Ein freundlicher Polizist oder jemand vom Militär oder ein privater Sheriff vor der Tür steht und sagt, ich möchte mal zählen, wie viele Leute im Haushalt sind. Natürlich ohne Durchsuchungsbefehl, ganz klar, die braucht er ja nicht. Wir haben schließlich eine Pandemie.